Catania, Stadt zwischen Mittelmeer und Vulkan. Und der Fischmarkt. Ein sizilianischer Sinnenrausch aus Farben, Formen und lebensfrohem Lärm. Für Fischhändler Cosimo Stabile der Alltag. Das sind alles Fischer, alles Freunde von mir. Wir zanken und streiten dauernd, aber nichts kann uns trennen. Und vor allem gibt es Fisch. Fisch in Hülle und Fülle. Ist das nicht ein toller Markt? Hier kriegst du alles, was du willst. Paolo, wo ist der große Schwertfisch? Man sieht es an Haut und Augen, dass der Fisch aus unserem Meer kommt. Da sieht man, dass er frisch ist. Die heißen Cipolle. Das ist alles sizilianischer Fisch. Das ist ein Palumbo oder Gattopardo. Dieser hier hat Flügel. Er fliegt, wenn er im Meer ist. Er fliegt richtig. Wenn ein Fisch nicht mehr frisch ist, sehen die Leute das. Bei uns passiert sowas nicht. Hier auf dem Markt kannst du dicht machen, wenn der Fisch nicht frisch ist. Die Sizilianer kennen ihren Fisch. Ich kannte Cosimo schon als Kind. Er ist ein komischer Kauz. Und wenn es ihn nicht gäbe, würde hier auf dem Markt was fehlen. Ich hänge richtig an ihm. Stimmt's, Cosimo? Ich komme immer direkt zu Cosimo. Warum soll ich mich denn von einem betuppen lassen, den ich nicht kenne? Dann doch lieber von einem Freund. Hör mal, Cosimo, und der Fisch für meinen Sohn? Für Cosimo Stabile ist der Fischmarkt der Mittelpunkt der Welt. Seine Familie ist ein uralter Fischerclan. Mit Brüdern, Onkeln und Vettern bringen die Stabilis es heute auf 40 Fischer. Viele haben einen eigenen Stand auf dem Markt und einen schrägen Spitznamen. Man nennt sie die Pazzi, die Verrückten. Das ist sein Spitzname. So heißt er hier auf dem Markt. Er ist nicht der Einzige. Alle aus seiner Familie werden hier die Pazzi genannt. Er ist der jüngste Verrückte. Aber es gibt auch Ältere. So wie dieser Onkel von Cosimo, der am Stand gleich gegenüber arbeitet. Mein Vater haben sie so genannt, weil er wirklich ziemlich verrückt war. Er fuhr auch bei Unwetter zum Fischen raus aufs Meer. Er machte viel Unsinn. Er hatte eine Geliebte, während meine Mutter zu Hause mit uns 10 Kindern saß. Zuerst kam Cosimos Vater zur Welt, dann unsere Schwester und dann alle anderen Brüder. Wir mussten schon als Kinder mit raus aufs Meer. Damals noch mit einem kleinen Boot. Erst später haben wir es zu einem größeren Kutter gebracht, dann zu einem zweiten und so weiter. Wir haben hart gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. Jetzt gehören wir zum alten Eisen. Ich als Jüngster bin schon 60. An Cosimos Stand ist gegen 11 Uhr Hochbetrieb. Eben ist eine Ladung Fisch angekommen. Alle müssen zupacken. Helfer Nunzio ist für das fachgerechte Zerlegen der Fische zuständig. Das muss schnell gehen, sonst wird der Fisch zum Ladenhüter. Cosimos Neffe Paolo hat die beste Stimme und muss die Waren an den Mann bringen. Männersache ist das Kaufen und Verkaufen auf dem Fischmarkt auch heute noch. Die Kundschaft ist kritisch und die Konkurrenz nicht weit. Cosimo ist auf Fisch aus sizilianischen Gewässern spezialisiert. Schwertfisch, Calamari, Doraden und die köstliche Spigola, der Wolfsbarsch. Sieh mal, so eine Spigola aus dem Meer, nicht aus der Zucht. Dafür ist Cosimo auf dem Markt bekannt. Absolute Frische, nichts aus fernen Meeren. Kleine Schwertfische, so wie dieser, sind seine Spezialität.
aus Sizilien. Ständig muss der Fisch von der Auslage wieder zurück in die Bottiche mit eisgekühltem Meerwasser. Nur so kann er der glühenden Hitze widerstehen und lässt sich später noch verkaufen. Um 12 Uhr mittags geht der Markt langsam zu Ende. Cosimo bleibt bis zuletzt. Unter der sengenden Sonne bauen seine Helfer den Stand ab. Alles wird geputzt und gereinigt, so gut es eben geht. Was übrig bleibt, muss so schnell wie möglich ins Kühlhaus. Die traurigen Reste stinken gen Himmel, bis die Stadtreinigung kommt. Für Cosimo fängt die Arbeit jetzt erst richtig an. Er muss frische Ware für den nächsten Tag besorgen. Dafür hat er seine ganz eigene Geschäftsidee entwickelt. Eine Art Arbeitsteilung zwischen Händler und Fischern. Denn er fährt schon lange nicht mehr selbst raus aufs Meer. Während in der Stadt unter dem Vulkan die Siesta anbricht, quält er sich nun in seinem Kleinlaster quer durch die Stadt Richtung Süden, 150 Kilometer über das schroffe Gebirge im Inneren Siziliens. Ziel: das Hafenstädtchen Licata, wo jetzt die Fischkutter mit neuer Ware für Cosimo einlaufen. Der am Bug ist Rosario, der Eigner. Die San Giuseppe Pio ist einer von vier Kuttern, die Cosimo unter Vertrag hat. Sie liefern täglich frischen Fisch. Er kann Auswahl und Qualität kontrollieren, obwohl er nicht mehr selbst fischt. Das hier sind Krebse. Dieser Kutter ist auf solche Sachen spezialisiert. Guck mal, was die für tolle Tierchen fangen. Das ist ein Seeteufel. Man isst vor allem den hinteren Teil. Hier, das Riesenmaul und die Antenne. Früher war ich auch Fischer, so wie mein Vater und meine Brüder. Aber das war Schwerstarbeit. Nachts aufs Meer und morgens zum Markt. Oft für einen Hungerlohn. Jetzt arbeite ich immer noch hart, aber ich verdiene viel besser. Klar, ich muss Fischer finden, denen ich vertrauen kann. Denn unsere Geschäfte machen wir hier noch per Handschlag, nicht mit schriftlichen Verträgen wie in Rom, Mailand oder Turin. Hier herrscht noch eine Mentalität wie vor 100 Jahren. Meine Tochter Daniela ist Buchhalterin. Sie macht die Abrechnungen und die Steuererklärung. Ich brauche mich darum nicht zu kümmern. Meine Familie arbeitet mit und steht geschlossen hinter mir. Mit dieser Rückendeckung kann ich gelassen in die Zukunft sehen. Denn unser Job ist hart. Das sieht alles viel einfacher aus, als es ist. Frau Christina, Tochter Daniela und Sohn Fabio, Schwiegermutter, Töchter und Söhne, sogar Cosimos Enkel, alle helfen mit im Familienbetrieb. Sie wissen, nur gemeinsam, mit viel Disziplin und vielleicht auch dank Cosimos Geschäftsidee, werden sie sich eine Zukunft in ihrer Heimat sichern. In Sizilien fehlt es uns ja eigentlich an nichts. Es gibt Obst und Gemüse in allen Varianten. Wir haben viel Land und das Meer. Für uns ist Sizilien das gelobte Land. Das, was für unsere Ahnen Amerika war. Heute habe ich Merluzzi, Scampi, Garnelen. Von allem genug. Das war ein Restaurantchef. Morgen früh braucht er Scampi, einen Schwertfisch und Polipi. So ist unser Alltag. Vor Mitternacht gehen wir fast nie schlafen. Und um 1 oder 2 Uhr klingeln uns die Restaurants aus dem Bett. Wir sind Tag und Nacht auf den Beinen. Jetzt fahren wir nach Catania zurück.
Vom Fischkutter direkt auf den Tisch der Restaurants. Für Cosimo ein willkommenes Zusatzgeschäft. Wenn die Sonne untergeht, kehrt er in seinem Kleinlaster voll mit frischer Ware zurück nach Catania. Und während er sich durch das Landesinnere über die Berge quält, fahren die Fischer mit ihren Kuttern wieder raus aufs Meer. Um 10 Uhr abends kommt Cosimo endlich an. Im Stadtteil San Cristoforo, gleich hinter dem Markt, ist er zu Hause. Der Fisch kommt in den eigenen Kühlraum, eine umgebaute Garage. Dieser Fisch geht morgen auf den Markt. Cosimo und Tochter Daniela können jetzt nach Hause gehen. Wir machen unsere Arbeit mit Leidenschaft. Das macht uns stark. Es gibt nichts Schöneres, als den lebendigen Fisch zu sehen, der von Bord kommt, oder mal beim Thunfisch- oder Schwertfischfang dabei zu sein. Es ist atemberaubend zu sehen, wenn da 200 Kilo schwere Tiere an Bord gezogen werden. Das Schönste ist aber, dass wir es immer mit sehr anständigen Menschen zu tun haben. Mein Mann ist eben ein richtiger Seewolf. Er braucht sehr viel Freiheit. Dafür nimmt er auch gern harte Arbeit in Kauf. Eigentlich ist er überhaupt nur glücklich, solange er arbeitet. Der Tag auf dem Markt beginnt, wenn der Eismann kommt. In der einen Stunde, bevor die Sonne brennt, müssen die Eisblöcke abgeladen, gestapelt und natürlich auch verkauft sein. Das Eis wird zermahlen und kommt von hier direkt auf den Stand. Alle rangeln um die besten Plätze. Auch die Jüngsten müssen mit anpacken, sortieren, putzen, auslegen, Eis holen, aufbauen. Jeden Morgen geht das so. 6 Tage in der Woche, von Montag bis Samstag. Das ganze Jahr über. An Kraft und Geschick darf es keinem fehlen. Das Aufbauen und Festzurren der riesigen Marktschirme dicht an dicht auf holprigem Kopfsteinpflaster ist eine Kunst für sich. Fast ein Wunder, dass der Markt nach dem chaotischen Treiben plötzlich steht. Auch Cosimo kommt mit einem prächtigen Schwertfisch im Gepäck. Er lässt es sich nicht nehmen, ihn selbst zu zerlegen. Das ist ein Schwertfischweibchen. Hier, sieh mal, die Roggen, ein Weibchen. Die Roggen vom Schwertfisch kann man essen. Sie sind eine Spezialität. Man kann einen Sugo für die Pasta daraus machen oder sie braten. Frühmorgens gibt es die besten Stücke. Darum kommen die echten Kenner auf den Markt noch bevor sie zur Arbeit gehen. Einer von ihnen ist der Juwelier Marco Avoglio. Guten Morgen. Ciao, Marco. Wie geht's? Was macht deine Schwester? Alles okay. Was ist das hier? Ein Palumbo. Ah, ein Palumbo, also ein kleiner Hai. Und der Schwertfisch? Super frisch. Sieh mal die Augen, die Farbe. Gib mir bitte 1 Kilo davon. Und sind das die Roggen? Ja, genau. Lass sie bitte am Stück. Okay, so? Sehr schön. Für dich nur das Beste. Sonst wäre ich nicht hier. Wir kennen uns ja nicht erst seit gestern. Auch wahr.
Okay, mach bitte die Tüte gut zu. Ich muss jetzt zur Arbeit. Die beiden kennen sich aus Kindertagen. Marcos Vater kaufte damals schon bei Cosimos Vater Fisch. Wie Cosimo arbeitet auch Marco im eigenen Familienbetrieb. Marcos Juweliergeschäft liegt nur wenige Schritte von Cosimos Stand entfernt an der Via Etnea. Dies ist die Piazza dell'Università mit der Universität von Catania aus dem 15. Jahrhundert. Gleich nebenan liegt das Geschäft, das unser Urgroßvater 1870 gegründet hat. Wir arbeiten hier in der 5. Generation. Dort sieht man den Namen meines Vaters und auch von Großvater Giuseppe. Marco arbeitet hier mit den Kindern Giulia und Gabriele, mit seiner Schwester Esther und Bruder Enzo. Der Sinn für Tradition ist ja typisch für alle Kaufmannsfamilien. Aber hier im Süden, bei uns in Sizilien, ist er ganz besonders ausgeprägt. Für uns ist es auch heute noch normal, in der Familie zu arbeiten. Das gilt auch für unsere Kunden. Die meisten Familien kommen schon seit vielen Generationen zu uns und sind uns freundschaftlich verbunden. Juwelier oder Fischer? Die Familie bleibt Arbeitgeber und Zukunftsinvestition. Wie eine geheime Ader verbindet der unterirdische Ameno das Geschäft der Abuelos mit dem Fischmarkt. Sein Wasser speist den Brunnen am Eingang zum Markt. Vor 300 Jahren wurde der Fluss nach einem Vulkanausbruch verschüttet. Der Fischmarkt musste umziehen. Bis dahin wurde er am alten Hafen abgehalten, dort, wo heute der Juwelierladen Avoglio steht. Die Lavalast des Flusses tragen symbolisch die Neptune aus Marmor. Schwer zu schleppen haben hier auch heute noch die Männer, die auf dem Markt arbeiten. Dorthin, wo bis vor 100 Jahren nur Fisch verkauft wurde, kamen Ende des 19. Jahrhunderts auch die Bauern aus dem Hinterland. Sie brachten Viehzeug mit, Gemüse und Obst, das an den fruchtbaren Hängen des Vulkans so gut gedeiht, und tauschten alles gegen die frischen Meerestiere. Inzwischen haben diese Waren ihren festen Platz auf dem Fischmarkt. Im Gassengewirr hinter den Fischständen wechseln frisches Blattgemüse, Tomaten, Zitrusfrüchte und Birnen vom Ätna, süße Feigen und Melonen ihre Besitzer. Heute natürlich gegen harte Euro und nicht mehr als Tauschware. Der typische Imbiss auf dem Fischmarkt ist für Fremde eher gewöhnungsbedürftig. An diesem Stand wird Sanguinaccio gegessen. Das ist frisches Rinderblut, im Kalbsdarm gekocht, mit Tomaten und Oregano gewürzt. Eigentlich ein Abfallprodukt der Schlachter. Gegenüber duftet würziger Provola und Tomakäse mit schwarzem Pfeffer. Nordafrika ist nicht weit. Man sieht es an der Fülle von Datteln, Feigen, Kapern, Gewürzen und Kräutern, Bohnen, Linsen, Kichererbsen oder Couscous, Mandeln und Nüssen. Ganz wie in einem arabischen Souk. Oh, Pater, wie geht's? Alles okay. Was gibt's denn heute? Sie haben die Wahl. Er sieht ja toll aus. Fagiano. Fagiano, toll. Für Pater Santino Salamone ist der Marktbummel ein allmorgendliches Ritual, bevor der Arbeitstag beginnt. Der Pater ist Chef des Dommuseums. Jetzt gibt es noch eine Sehenswürdigkeit. Das ist unsere Panoramaterrasse. Man sieht von hier aus das ganze Stadtgebiet von Catania. Diese Straße heißt Via Etnea. Sie verläuft direkt in Richtung Etna.
Der Vulkan ist für Catania wichtig. Er hat die Stadt zwar oft zerstört, aber mit seinen fruchtbaren Hängen ist er auch ihr Reichtum. Und der Ätna gab der Stadt ihren Namen. Auf dem rauen Gestein, das der Vulkan noch heute spuckt, siedelten vor 3000 Jahren die Griechen und nannten den Ort Catania, das Reibeisen. Der schwarze Lavastein prägt das Bild der Stadt. Auch der kleine Elefant auf dem Domplatz, Wahrzeichen Catanias, wurde daraus gemeißelt. Nach dem letzten großen Vulkanausbruch vor 300 Jahren entstand aus der Asche ein neues Catania, in reinstem Barockstil. An Reichtum für Kunst in Hülle und Fülle fehlte es den Bauherren, den Bourbonenkönigen und reichen Kaufleuten nicht. Dort drüben ist der heutige Hafen von Catania mit seinen modernen Anlagen. Wir sind hier genau zwischen der Altstadt und dem neueren Teil. Und da drüben liegt der berühmte Fischmarkt, die Pescheria, wie wir ihn nennen. Er hat einen festen Platz in der Tradition der Stadt. In Catania wird sehr viel Fisch gegessen. Man versteht etwas davon. Unsere einheimische Fischküche hat Weltruhm, ist vielleicht sogar die beste der Welt. Für die Einwohner von Catania ist es selbstverständlich, dass der Markt auch in Zukunft weiter existieren wird. Er ist der wahre Mittelpunkt Catanias. Hier schlägt das Herz der Stadt. Gerade neulich haben sie noch so ein riesiges Einkaufszentrum hier in Catania eröffnet. Ich gehe da nicht hin. Ich hasse dieses Zeug in Plastikfolie. Ich kaufe nur frische Sachen. Ich bin es eben so gewohnt. Ein Selz mit Zitrone, bitte. Zitrone, Salz, Mineralwasser, das nennt sich Selz. Catanias typisches Erfrischungsgetränk, das die in der Hitze verbrauchte Energie zurückbringt. Die Selzbude ist vormittags der Treffpunkt. Wie überall auf dem Markt sprechen alle schweren Dialekt, auch Schauspieler Mimmo Gennaro. Ciao, Giordano, bitte ein Selz mit Zitrone. Sehen Sie, dieser Markt ist eigentlich ein lebendiges Theater. Früher war es üblich zu handeln. Wenn etwas 10.000 Lire kostete, dann sagte man, ich gebe dir 5.000 und dazu kriege ich auch noch den Polipo. Heute funktioniert das nicht mehr. Was kosten die? 8 Euro das Kilo, das ist doch zu teuer. Ja, aber die Arbeit. Ich weiß. Machst du es trotzdem billiger? Nein. Früher ging das, jetzt geht's nicht mehr. Der sizilianische Poet Ignazio Butita, Gott hab ihn selig, hat geschrieben: Leg dein Volk in Ketten, nimm ihm den Pass. Es wird trotzdem immer frei sein. Nimm ihm den Tisch, an dem es speist, und das Bett, in dem es ruht. Es wird immer reich sein. Ein Volk wird es dann arm sein, wenn sie ihm die Sprache ihrer Väter rauben. Er ist ein echtes Original, allein wie er brüllt. Ich lebe jetzt in Norditalien, aber kaum bin ich hier, gehe ich auf den Fischmarkt, so will es die Tradition. Ganz undenkbar, dass es diesen Markt irgendwann nicht mehr geben sollte. Die Kinder finden es auch toll. Hier ist Einkaufen ein Vergnügen. Für Cosimo ist der Markt noch mehr. Sta favore, come?
Früher waren hier unsere Väter, Großväter und Urgroßväter. Jetzt sind wir Jungen dran, später unsere Söhne und Enkel. Von wegen jung, alter Kerl. Er ist ein Cousin von mir. Wir arbeiten beide auf dem Markt, seit wir Kinder sind. Manchmal streiten wir. Wir sind ja Konkurrenten. Aber dann wird geschlichtet. Wir gehen einen Espresso trinken und alles wird gut. Uns kann nichts und niemand trennen. Schließlich sind wir alte Freunde. Stimmt? Cosimos Welt ist der Fischmarkt in Catania. Eine gelebte und geliebte Tradition.